This is a good a day as any to start the rebuilding of life. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mit einem DIY-Video, mit einem kleinen Video, wie ihr Washi-Sticker bzw. klare Sticker selber machen könnt. Vielleicht kennt ihr das Problem. Ihr habt ganz viele Sticker mit diesem Rand. Ich lasse das Ganze jetzt heute mal unter der Serie Eiskalt abgekupfert laufen, weil ich das ursprünglich mal vor Jahren bei der Graphics Fairy gesehen habe. Ich verlinke euch mal die Webseite unten unter dem Video in der Videobeschreibung. Die hat jetzt kein konkretes YouTube-Video dafür hochgeladen, sondern da gibt es eine Art Blogbeitrag auf der öffentlichen Seite. Die hat einen öffentlichen und einen geschlossenen Bereich. Das ist jetzt Werbung ohne Auftrag. Ich habe da selber jetzt kein Abo, aber ich kenne diese Tutorials bzw. die Anleitung auf der öffentlichen Seite und da habe ich diesen Trick her. Ursprünglich war das dafür gedacht, dass man ja klare Sticker sozusagen für Glas herstellt, aus Ausdrucken mit dem Laserdrucker und mit den Stickern. Das hat sich daraus jetzt entwickelt. Und ja, da habe ich quasi diese Idee für her. Ich mache es immer ein bisschen anders, habe da auch ein paar Tipps für. Ja, das sind jetzt hier zwei Sticker mit weißem Rand. Wunderschön von den Motiven her. Das war jetzt mal so ein, ist nur ein Beispiel, ne? Das war jetzt von Action so ein Buch mit Stickern. Da war auch Geschenkpapier und sowas drin. Und ja, die sind halt wunderschön, aber wer benutzt sie denn bitte mit dem weißen Rand, wenn man jetzt viel Vintage macht oder gerne etwas, ja, mit Washi oder so arbeitet, dann bringt das nicht viel. So, hier solche schönen Sticker werden wir heute zusammen machen und wie ihr seht, sind die durchsichtig, hier sind sie glänzend in dem Fall, aber ihr seht, kein Rand, es sieht aus wie Washi. Wir basteln auch diese entsprechenden Tütchen später auch noch zusammen mit und ohne Stanze. Ja, und ihr seht, wie gesagt, man kann die glänzend machen, aber wie euch auffällt, unten der Schlüssel, den kann man auch, ja, die Sticker kann man dann auch in matt machen. Für die ganzen Leute, die Vintage basteln, ist das vielleicht auch interessant. Ja, wenn euch das jetzt interessiert, was ich da eiskalt abgekupfert habe, dann bleibt jetzt dran. So, ihr braucht wirklich ein paar Sticker. Ich habe jetzt dieses Stickerbuch genommen, aber es geht, ich habe es schon mit verschiedenen Marken und mit verschiedenen Stickern ausprobiert, auch mit diesen dicken Stickerbüchern, die es zu kaufen gibt. Es geht im Regelfall sogar mit allen. Wenn ein weißer Rand da ist, der lässt sich fast immer entfernen. Manchmal bleibt so ein milchiger Rückstand. Deswegen habe ich da auch noch ein paar Tipps für euch gleich. Und ihr braucht irgendeine Folie. Das hier ist jetzt so eine Bücherfolie. Die habe ich von der Rolle, die ich mal bei Action gekauft habe, wenn ich mich nicht täusche. Aber die gibt es überall zu kaufen. Die gibt es in glänzend. Und was ich euch empfehlen würde, wenn ihr gerne Vintage bastelt, die gibt es auch in matt. Jetzt nicht bei Action, da habe ich sie noch nicht in matt gesehen, aber im Bücherhandel gibt es die, gibt es online. Schaut mal bitte nach selbstklebender Folie, matt, transparent. Findet ihr garantiert. So, ich mache das heute in glänzend mit euch, weil ich ja diese schönen Pergamintütchen mit euch gleich zusammen basteln möchte. Und diese Pergamintütchen, die haben auch einen gewissen Glanz und ich finde, da passen halt diese glänzenden Sticker besser zu. Wie das jetzt gemacht wird, das zeige ich euch und es gibt auch noch so ein paar Tricks, falls ihr den Trick schon, also falls ihr das schon kennt und ihr habt das mal ausprobiert und es hat nicht geklappt, ich habe auch noch ein paar Tipps für euch. Und die werde ich euch natürlich zeigen. So, wir fangen jetzt ganz einfach an. Ich suche mir jetzt hier so eine Seite raus von diesen Stickern hier. Vielleicht habt ihr sogar genau diese noch im Schrank. Wenn nicht, guckt mal nach. Ihr habt garantiert so Bögen übrig, die ihr nicht mehr benötigt. So, das Papierchen behalte ich mir jetzt mal hier liegen. Das brauche ich gleich noch. Wofür, das sage ich euch. Aber erstmal suche ich mir hier so ein paar Sticker aus und klebe mir die möglichst platzsparend, aber vollständig. Das ist das Wichtige. Ich gucke mal, ich halte das mal so, dass ich es gut sehen kann. Vollständig hier auf den Bogen auf. Mit dem Rücken, mit dem Gesicht nach unten auf die klebende Seite quasi. So, ich nehme mal das hier, ich nehme mal die Rosen, da kann man bestimmt schön was mitmachen. Und wir probieren jetzt auch mal hier so silberne Sticker aus. Der klebt jetzt noch nicht richtig. Also die sollen auf jeden Fall plan aufliegen, das ist wichtig. Vorsichtig kann ich das ja nochmal ablösen und nochmal glatt streichen. Ja, das funktioniert. So, dann hier diese silbernen Sticker meine ich jetzt einfach hier. Oh, wir haben ja bald Valentinstag, probieren wir den auch mal mit aus. So. Oder den kleinen Cupido hier, den nehmen wir auch noch mit. Ich
klebe jetzt einfach irgendwelche Sticker hier auf. Ne? Wie gesagt, ich versuche jetzt auch mal diese folierten mitzunehmen und zu bearbeiten. So. So, gucken wir mal, dass ich hier noch die kleinen Sticker so in die Lücken klebe. Ich möchte nicht so viel von der Folie verschwenden, das muss ja nicht sein. So, hier, der passt da wunderbar. Und ich gucke mal auf einer anderen Seite hier. Sind ja mehrfach hier in diesem Bogen drin. Ah, guck mal, hier habe ich auch noch welche. Nehmen wir den hier. Das passt ja. Oh, den Vogel hier finde ich auch schön. So, den kleben wir hier auf. So. Und weil ich jetzt, das passt nicht ganz hier drauf, das ist nicht so schön. Wenn etwas nicht ganz drauf passt, ich würde euch das jetzt nicht empfehlen, aber ihr könnt hier unten jetzt noch so ein Stückchen dran machen. Also quasi hier nochmal so ein Stück Folie abschneiden, unten dran machen. Wenn ihr Glück habt, bleibt ihr da drauf haften. Wenn nicht, kann das schon sein, dass euer Sticker einreißt. Ich probiere es jetzt hier einfach mal. Ich würde euch davon abraten, das zu tun. Ich habe jetzt einfach nur doof geklebt in der Aufregung. So, und hier nehme ich nochmal die Schlüssel, hier diesen braunen Schlüssel. Den habe ich ja auch schon im Beispiel gehabt. Den hatte ich schon mal ausprobiert. Der funktioniert auch wunderbar. So, und ja, gucken wir mal nochmal den kleinen Schmetterling hier. Oder nee, wir nehmen hier ihn nochmal. Ich finde den jetzt einfach niedlich. Das habe ich jetzt hier aufgeklebt. Das tun wir mal beiseite. Und jetzt schnappen wir uns einfach nochmal die Folie hier. Legen uns das nochmal hier auf die Folie drauf. Der Schritt ist ganz wichtig, habe ich festgestellt. Deswegen vergesst den nicht. Und dann nehmt ihr euch einen Spachtel oder ein Falzbein, falls ihr ein Falzbein da habt, und rubbelt da wirklich kräftig drüber. Natürlich habe ich das jetzt hier auf die Seite, wo ich es wieder abziehen kann, aufgeklebt, ne? Ganz wichtig. Rubbelt da ganz kräftig drüber, so dass ich, als hätte ich ein Rubbelbild, was ich darauf transferieren möchte. Aber macht euch keine Falten, so wie ich da rein, also das muss nicht sein. Aber kräftig rubbeln ist schon echt wichtig. Das wird dann viel, viel besser. Das ist der erste Tipp, den ich für euch habe. So, gerade die sind so ein bisschen geprägt. Also dieser Schmetterling hat so Einprägungen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Sticker auch schon mal hattet. Und wenn man dann nicht rubbelt, dann funktioniert das nur halb so gut. So, funktioniert auch, aber nicht ganz so gut. So, jetzt habe ich das hier aufgerubbelt. Ziehe mir das Ganze ab und besorge jetzt einen kleinen Bottich mit richtig heißem Wasser. Aber wichtig ist, dass ihr euch nicht verbrennt natürlich. So heiß muss es gar nicht sein. Aber mit warmem Wasser geht das, oder besser heißem Wasser, geht das wesentlich besser. Ich habe jetzt mal ein Bassin vorbereitet, in dem ich die Sticker so richtig eintauchen kann, ohne dass die sich wellen oder irgendwie ankleben an den Seiten oder so. Das Ganze, wie gesagt, ist mit heißem Wasser befüllt. Wenn ihr jetzt ungeduldig seid, ist das nicht so gut. Ihr solltet jetzt wirklich ab jetzt circa 5 bis 10 Minuten die Sticker hier einfach drin baden lassen. Und ihr seht schon, da passiert was. Diese Pappe hinten, die feuchtet so ein bisschen durch, ne? Seht ihr das? Aber das dauert. Und je länger ihr wartet, umso mehr Geduld ihr habt, umso besser funktioniert das. Ich nehme mir mal ein Handtuch schon mal mit dazu und so eine Unterlegematte, um gleich hier mir nicht alles einzudrecken. Und ja, was ich euch auch noch empfehlen kann, für so kleinere Sachen kann man auch so Scotch-Klebeband nehmen. Da machen wir vielleicht auch noch so ein Probestückchen fertig. Also dieses Tape von Scotch ist ja matt. So, ich habe mir jetzt einfach mal diesen Schlüssel hier genommen und diesen kleinen Cupido und klebe mir den einfach mal hier drauf. Und dann zeige ich euch, dass das damit fast genauso gut geht. Man ist halt ein bisschen eingeschränkt, logisch, von der Breite. Jetzt passt das dann nicht so gut auf jeden Sticker. Aber im Endeffekt, und mit der Mediamatte kann man das mit dem Drunterlegen übrigens auch gut machen, aber im Endeffekt ist das genau das Gleiche. Achtet, dass ihr nicht verrutscht, so wie ich jetzt hier, und dass das wirklich da drauf passt. Das ist jetzt hier wieder mein Versäumnis. So, und dann drücke ich das fest. So, und ich gebe das jetzt einfach dazu und guckt aber, dass mir das da nicht dran klebt an die anderen Sticker. Ne? Das soll nicht passieren. So, jetzt warten wir mal ganz geduldig. So, in der Zeit, wo es eingewirkt hat, habe ich mir jetzt hier noch mehr Sticker fertig gemacht. Die glänzen immer ein bisschen, deswegen, ich lege die mal so rum hin. Die tun wir gleich rein. Ja, und ich fische mir das jetzt hier raus. Erstmal diesen kleinen Streifen. Jetzt geht ihr mit dem Finger einfach hinten über die Rückseite drüber. Nicht stark drücken erstmal. Und nehmt euch diese obere Klebeschicht ab.
Dabei seht ihr, dass auch ganz viel, ich komme mal näher, von diesem Aufkleber generell mit runterkommt. Keine Sorge, euer Aufkleber hinterher klebt wieder von selber. Das meint man fast gar nicht. Guckt mal, wie gut das hier funktioniert bei dem silbernen Schlüssel. Also da hat sich das direkt quasi übertragen auf die Folie. Bei den anderen Stickern ist das ein bisschen anders. Wenn ich jetzt zu stark rubbel, dann kann das passieren, dass mir das Motiv ganz weggeht. Das wollen wir nicht. Ich mache das so weit, bis ich merke, das geht vielleicht gar nicht mehr so gut. Und ich hole mir das Motiv darunter und streiche jetzt alles weg, vorsichtig, was freiwillig runterkommt. Sagen wir es mal so. So, und es kann halt passieren in dieser Phase, wenn ihr Sticker nehmt, die ihr besonders lieb habt, bitte probiert das vorher erstmal so ein bisschen aus, weil das ist so die Übungsphase, da muss man so ein bisschen dazu lernen. Wann geht ein Sticker kaputt und wie viel hält der aus? Das hier ist jetzt so ein einfarbiger Sticker, dieser kleine Cupido. Deswegen wird das relativ einfach funktionieren. Und ihr seht, es ist schon ein bisschen Arbeit, das zu entfernen. Ich habe früher an der Stelle meistens aufgegeben, weil mir vielleicht die ein oder andere Stelle eingerissen ist oder so. Und dann dachte ich mir, oh Mist, funktioniert jetzt nicht so, dass es mich zufriedenstellt. Kleiner Tipp, wenn das nicht direkt abgeht, hadert damit nicht lange rum, tunkt das nochmal ins Wasser und streicht den Rest unter Wasser, streichelt den ab. So, wenn alle Stricke reißen, seht ihr das? So, das geht viel besser. Jetzt sehe ich schon, weil ich das schon häufiger gemacht habe, dass hier noch so, ja, wie so kleine Flusen drauf ist. Das sind so kleine Klebereste, die noch ein bisschen Papier haben. Das können wir jetzt erstmal nicht verhindern. Wenn wir jetzt noch mehr rubbeln, dann wird das nicht gelingen. Deswegen, ich rate euch, lasst es 5 Minuten hier an der Seite trocknen und dann seht ihr, an welchen Stellen noch Papier klebt. Ich nehme mal die größeren Sticker hier, dann könnt ihr vielleicht das besser sehen und ich nehme mal die Unterlage weg, dann ist das für euch eindeutiger. Ich nehme jetzt auch mal hier so einen normalen Sticker, guckt mal, hier ist das noch nicht genug durchgezogen, deswegen werde ich nur vorsichtig die obere Schicht hier abmachen. So, jetzt hier bei dem, seht ihr, guckt mal, da kommt direkt der ganze Sticker mit runter. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn der Rand direkt mit runter geht und man pellt das so vom Rand her nach innen, dann geht der Sticker meist mit ab, also das Motiv meistens mit ab. Wenn man so von innen nach außen sich das so aufraut und runterholt, dann bleibt das Motiv meistens auch schon bei diesem Schritt erhalten. Aber es lohnt sich halt wirklich nur das zu entfernen, was runtergeht freiwillig. Und ihr seht, wenn ihr bei manchen Stickern funktioniert das direkt und bei diesem Stickerblock von Action war das der Fall, dass dieser Rand weggeht. Seht ihr das? So. Und ihr braucht ein bisschen Geduld und ein bisschen Fingerspitzengefühl. Zu stark zu rubbeln hilft nicht, weil dann einfach das Motiv abgeht. Zu zaghaft zu sein bringt aber auch nichts, weil dann das Motiv nicht richtig befreit wird, sozusagen. Testet es einfach mal mit günstigen Stickern und dann wisst ihr genau, was ich meine. Ich mache das jetzt hier so, dass ich das wegstreichle und dann erst mal trocken lasse. Und dann kommt nämlich mein zweiter Tipp. Ich mache das jetzt hier beim Vögelchen nochmal, damit ihr auch seht, ne, das geht schon relativ gut hier. Hier ist auch Dreck der Rand mit runtergekommen. Es ist nicht so, dass das gar nicht beim ersten Mal funktioniert. Aber die Tipps, die ich euch jetzt gleich geben werde, verhindern, dass hier zum Beispiel an dieser Stelle jetzt das Motiv kaputt geht. Und ich lasse das jetzt hier so, wie es ist, erstmal weiter antrocknen und kümmere mich hier um die anderen Sticker. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das alles runtergepellt habe. Das ging jetzt wirklich schnell. Ich will euch nur diese, vorsichtig, diese Schritte ersparen. Und ihr seht, wie gut das noch klebt. Ihr seht aber, dass jetzt hier an den Stellen jetzt noch so kleine Fetzen hängen, die ich nicht abreißen will, weil ich merke, die sind noch relativ fest dran. Und dann nehme ich einfach nochmal meine Box mit Wasser und lasse das nochmal eine Minute hier drin. In der Zeit kann ich ja irgendetwas anderes vorbereiten. Ich sage jetzt nicht, dass das die zeitsparendste Methode ist, Sticker zu machen. Aber es funktioniert schon relativ gut. Und wie gesagt, während das hier in dem warmen Wasser schwimmt, kann man auch noch mal so ein bisschen drüber streichen. Man fühlt das wirklich mit der Hand, ob da noch Papier drauf ist oder nicht. Wenn man zu stark drückt, merkt man, das Motiv geht kaputt. Das wollen wir ja nicht. Beziehungsweise man holt sich dann diese Farbschicht, die wir ja eigentlich auf der Folie behalten wollen, holt man sich dann einfach mit runter. Das ist noch nicht mal so, dass das Motiv da abreißt oder so. Das ist ja schon auf der Folie, auf der Klebefolie. Aber es ist halt relativ weich, weil es klebrig ist. So,
Ihr versteht das, wenn der Sticker trocken ist, beziehungsweise der Stickerbogen in dem Fall. Ich würde das jetzt mit einzelnen Sachen vielleicht auch gar nicht machen. So eine Mühe mache ich mir dann nur, wenn ich so viele Sticker gleichzeitig mache, ne? Aber ich denke mir immer, bevor ich jetzt etwas wegschmeiße, was ich eh zu Hause rumfliegen habe, weil ich das einfach so nicht verwende und mir das irgendwie aus einem anderen Grund gekauft habe oder dachte, ich könnte das verwenden und das liegt dann da einfach nur, dann mache ich mir das lieber fertig und benutze das noch, bevor ich es wegschmeiße oder vielleicht kann man es auch verschenken. Aber ich denke, es ist immer schön, wenn man dann so Experimente machen kann und merkt, oh, das kann ich ja doch noch irgendwie gebrauchen. Das ist immer so recht befriedigend. Finde ich zumindest. So, ihr seht, ne? Es rollt sich nicht. Also manchmal sieht es auch so aus, als würde das Motiv abgehen. Das tut es aber nicht. Bei den Rosen hier ist das zum Beispiel ganz doll der Fall. Da denkt man erst, oh, da geht das Motiv verloren. Aber das stimmt nicht. Das ist schon komplett auf der Folie drauf. Und je mehr Weiß ihr entfernt, also Papier, was drunter ist, umso besser klebt euer Sticker gleich wieder. So, ich mache das jetzt hier noch weiter. Befreie das jetzt hier und dann lege ich die einfach, ja, circa 10 Minuten, 20 Minuten zum Trocknen irgendwo hin. So natürlich mit der klebrigen Seite nach oben, dass die in Ruhe trocknen können. Und dann sehe ich, ob hier noch so weiße Stellen drauf sind, die ich nochmal einweichen muss. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann haben wir das alles richtig gemacht. So, ich mache das jetzt mal hier zu Ende, lasse die kurz trocknen. Wie gesagt, ich lege mir die hier nur so aufs Tuch und lasse die trocknen. Und dann sehen wir. So, ihr Lieben, schaut mal, jetzt ist das hier wirklich ja, fast trocken, würde ich sagen. Vorsichtig, es klebt wieder recht stark. Ihr seht jetzt hier solche Stellen, so weiße Stellen, die so ein bisschen faserig aussehen. Und das kann man einfach erst nach dem Trocknen sehen. Ich habe mir dann immer gedacht, so ein Mist, jetzt ist das total gescheitert. Außerdem sieht man ja gar nichts mehr, das ist bestimmt nichts geworden. Nein, ich würde jetzt an dieser Stelle empfehlen, das Ganze nochmal ins Wasserbad zu nehmen. Und nein, ich habe nicht behauptet, dass das was für Ungeduldige ist. Beziehungsweise einfach mal mit einem feuchten Finger nochmal hier drüber zu rubbeln. Und da merkt ihr direkt, seht mal, das rubbelt sich direkt wieder, also nochmal richtig gut ab. Unter Wasser, deswegen habe ich das jetzt erstmal so gezeigt, mit dem Finger geht das viel besser. Man merkt direkt, dass da noch was runtergekommen ist. So, und das mache ich jetzt an allen Stellen, wo ich noch dieses Weiße gesehen habe. Ne? So, das mache ich überall. Und wenn ich damit fertig bin und das Ganze nochmal getrocknet ist, und ihr seht, in der Zeit habe ich einfach noch ein paar andere gemacht. Ne? Ja, sehen wir uns wieder. Aber eine Sache möchte ich euch noch zeigen. Ich habe jetzt andere Sticker mal genommen. Und zwar kennt ihr vielleicht diese Bögen von Action. Da ist so ein bisschen Glitzer drauf. Da habe ich wirklich super viele von. Und die verwende ich nicht wegen dem Rand. Und ich hatte das zwar auch generell schon mal in einem Video gezeigt, aber das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Das war, glaube ich, bei einem Kartenvideo, bei irgendeiner Challenge war das, meine ich. Wie gesagt, ich habe das hier mit diesen Stickern nur so weit bekommen. Ihr seht, hier ist ein bisschen was vom Motiv weggegangen, da wo stark Glitzer war. Seht ihr das? Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass dieser Glitzer da auf der Oberfläche ist. Aber es hat auch gut geklappt. Es sieht jetzt so wie echte Washi-Sticker aus. Also es wird nicht ganz transparent. Man kann immer noch ein bisschen was runterholen. Seht ihr das? Also ich denke, vielleicht bekommt man noch ein ganz klein bisschen was ab. Aber wegen dem Glitzer habe ich da eher Angst, dass ich mir das Motiv kaputt mache. Ich lasse das jetzt einfach mal so mit trocknen und dann gucke ich, ob das auch wieder klebrig wird. Ich habe nämlich die Vermutung, dass die dann einfach nicht mehr kleben. Aber das sage ich euch. Dann wisst ihr da auch schon Bescheid, ob das mit denen auch geht oder halt eben nicht. Oder man da ein bisschen tricksen muss. Ne? So, wir sehen uns. Oh, da bin ich wieder. Also es ist trocken genug. Also wir haben sicher noch ein paar feuchte Stellen. Ich habe sicher auch so ein paar fitzelige kleine Stellen wie hier vergessen. Die könnte ich jetzt noch mal nass machen. Ist aber gar nicht notwendig. Es geht darum, dass ihr das Gröbste weg habt. Ich habe mir ja diese Rückseite hier aufgehoben und klebe jetzt das mir einfach als Stickerbogen hier wieder drauf. Und wenn ich die Sticker verwenden möchte, kann ich mir die zurechtschneiden. Ihr seht, man hat jetzt hier so einen Klebebogen. Natürlich kann man jetzt sagen, mir ist das zu aufwendig. Oh Gott, ausschneiden muss ich die jetzt auch noch. Ja, dann macht man das halt nicht. Ne? Ich persönlich bin der Meinung, das ist eine gute Gelegenheit, Sticker wieder fit zu machen für die Zwecke, für die man sie braucht. Und ich kann mir die jetzt hier so zurechtschneiden
und natürlich auch am Rand stehen lassen, weil der ja nicht stört, dadurch, dass der transparent ist. Schneide mir jetzt diese Rose hier aus und kann mir die dann ganz bequem verwenden, wenn ich Lust drauf habe. So habe ich auch einen gewissen Vorrat. Ich lege mir das in irgendeine Schublade oder in irgendeine Aufbewahrung, eine Kiste. Abends beim Fernsehen gucken schneide ich mir die aus. Mich stört das jetzt nicht. Und dann liegen die da bereit, bis ich sie gebrauchen kann. So, jetzt zeige ich euch nochmal hier. Wenn ihr zu wild rubbelt, passiert leider das. Das war unser kleiner Cupido. Der ist mir leider kaputt gegangen. Ja, ein bisschen Ausschuss hat man natürlich auch immer mit dabei. Und es funktioniert nicht mit allen Stickern. Ich zeige euch noch mal ein Beispiel hier. Das waren diese Glitzersticker aus den großen A4-Bögen. Die sind wunderschön. Die kann ich sicher auch gebrauchen. Wenn ich jetzt hier außen einen Rand stehen lasse, ne, die kann ich mir genauso aufkleben, hier außen noch mal einen Rand um den Rand, dann kann man die sicher auch so aufkleben. Finde ich ein bisschen schwierig. Ich habe das einmal hier in groß auch gemacht, damit ich euch das besser zeigen kann. Hier, das ist jetzt wie so ein Plastik. Da klebt gar nichts mehr auf der Rückseite. Das ist nicht mehr selbstklebend, weil sich diese Plastikschicht einfach auf die Klebefolie unten drunter gelegt hat. Das ist ja sehr stark beschichtet. Ich zeige euch das kurz. Hier, schaut, das ist ja sehr stark beschichtet. Das glänzt ja auch ein wenig, beziehungsweise da ist sowas wie so eine Versiegelung oben drauf. Und ich denke, dass die da drauf haften bleibt und man dann leider so ein Plastikergebnis bekommt. Stört aber auch nicht, wenn man da bereit ist, wieder ein bisschen Kleber drunter zu machen und sich das dann aufzukleben. Vielleicht ist das eine Lösung für jemanden, der das so nutzen möchte. Ich zeige euch gleich, wie das aussehen könnte. So, ich hatte hier mir noch ein paar Sticker mehr fertig gemacht. Die habe ich hier jetzt auch parat gelegt. Wir wollen ja noch kleine, schöne Pockets machen. Also, kleine, schöne... Ich hatte die mir bereitgelegt, weil wir ja noch schöne kleine Envelopes, also kleine Umschläge machen wollen, Coin-Envelopes. Und wie das jetzt geht, das zeige ich euch. Da braucht ihr noch nicht mal eine Stanze für. Ich zeige es euch mit und ohne Stanze. So, wenn man in den englischsprachigen Videos... etwas von Glacine hört, dann ist das meistens Pergamin. Das ist so ein Papier, das ist so ähnlich wie normales Transparentpapier, aber ein bisschen stabiler. Und vor allen Dingen bekommt man das manchmal auch auf der Rolle. Ich habe hier so eine große Rolle davon. Das wird dann als Architektenpapier oder Schnittmusterpapier verkauft. Ich habe da jetzt keine Quelle für euch. Diese Rolle, die hält ewig. Da sind zig Meter drauf. Die habe ich mir irgendwann mal das ist jetzt bestimmt schon anderthalb Jahre her, im Internet bestellt. Da müsst ihr einfach mal suchen. Ich weiß, dass es solche Rollen gibt. Die findet man halt, wie gesagt, unter Schnittmusterpapier. Und da kann man dann sowas bekommen. Man findet das auch als Transparentpapier. In kleineren Bögen mit Transparentpapier kann man das auch machen. Es glänzt halt leicht. Und ich finde, es passt jetzt hier schön mit den Stickern zusammen. Ihr habt ja im Intro schon gesehen, dass ich diese Tütchen hier hergestellt habe. Und die passen halt perfekt hier zu diesen transparenten Tütchen. Weil es einfach so halb durchscheint. Es wirkt wirklich wie Glas. Und das finde ich total schön. Ich zeige euch jetzt eine Variante mit Stanze und eine ohne. Ich fange mal mit ohne Stanze an. Also ich habe hier ein Papier, das ist jetzt nicht so 100% akkurat geschnitten. Ihr könnt euch das akkurat zurechtschneiden, aber um das hier zu demonstrieren, klappt das ganz gut. Ich sage euch kurz noch die Maße, die ich jetzt hier verwendet habe. Das hier hat jetzt 14 cm mal 20 cm ungefähr. Und ich falte mir circa 1 cm unten einen Streifen nach oben. Wir machen das ganz leicht, ohne das zu markieren oder so. Und dann hier auf der rechten Seite auch 1 Zentimeter nach oben. So, ja, circa. Ne? Bisschen gerader soll es schon. So, und dann bin ich schon fast fertig. Ich klappe das immer wieder auf, weil ich eigentlich jetzt erstmal nur diese Linie gleich sehen muss beim Schneiden. Oben möchte ich noch eine Lasche haben. Klappe mir das Papier oben runter, so circa 2 bis 3 Zentimeter, je nachdem, wie hoch ich meine Klappe haben will später. So, und die bleibt hier auf der Seite später bestehen. Ich sage euch das gleich, wie das geht mit dem Schneiden. So, und lege mir das Papier dann einmal von links nach rechts rüber, Kante auf Kante, und falte mir die Seitenlinie. Ich habe die Tütchen immer anders gemacht, dass sowas hier zustande gekommen ist, genauso wie es mit der Stanze aussieht. Ich finde das so aber schöner, weil man hier an der Seite kleben kann und nicht in der Mitte dann diese Klebelinie hat.
So, ich hatte mal bei 49 Dragonflies nämlich hier so ein Tutorial für solch eine Tüte gesehen und seitdem machte ich die eigentlich immer so. Aber dann habe ich überlegt, eigentlich ist es doch schöner, die so zu falten, wie ich es hier mache, weil man dann den Kleberand nicht so stark sieht. So, jetzt schneiden wir unsere Laschen. Also als erstes brauche ich ja hier die Klebelasche an der Seite. Ich schneide das bis zu dem Kreuz quasi ein und hier unten auch so ein bisschen schräg, wie halt so eine Klebelasche aussieht. Dann schneide ich hier unten mir eine zweite Klebelasche. Auch genauso, dann habe ich diese Ecke hier weg. Also so leicht schräg. Seht ihr das? Das muss nicht auf ein Millimeterchen genau sein. Ne? So, und dann schneide ich mir das hier ein. Und hier auf der Seite muss ich mir gar nicht viel Arbeit machen. Da schneide ich mir nämlich komplett das Ding ab. Also quasi knapp neben dieser Falzlinie hier, die durchs Falten entstanden ist, schneide ich mir das hier ab. Dann fällt das einfach nur hier. Ja, ich muss ein bisschen näher ran. Ups. So, dann fällt das nämlich hier raus. So, jetzt habe ich schon fast gar nichts mehr zu tun. Hier oben fehlt jetzt noch was. Die Klappe möchte ich leicht schräg haben, die große Klappe hier oben. Deswegen mache ich das so ein bisschen schräger noch. Dann fällt diese Kante hier raus. Und dann auf der anderen Seite möglichst gleich auch noch so. Wenn ihr das nicht per Augenmaß könnt, dann zeichnet euch das vorher an. So, und dann schneide ich mir hier oben diese Lasche auch ab. Also ich schneide neben meiner gefalteten Linie, sodass das quasi rausfällt. Okay, ich hätte vielleicht eine andere Schere nehmen sollen, die ein bisschen länger ist, dann wird es auch schöner und nicht so ungleichmäßig. Ganz so schlimm ist das nicht. Ich schneide hier einfach nochmal so ein bisschen nach. Und jetzt nehme ich mir mein Art Glitter Glue. Ihr könnt auch einen völlig transparenten Kleber nehmen, zum Beispiel den Coral, nicht den Buchbinderleim, sondern den klaren davon. Und ja, das funktioniert natürlich auch. Ich nehme jetzt hier meinen Art Glitter Glue, weil ich den zur Hand habe. Leg mir das dann hier einfach um. Zack. Streich mir das fest. Ui. Der klebt immer viel zu schnell. So, ich will hier natürlich keine Kante drin haben. So, hier muss ich noch ein bisschen abschneiden, dadurch, dass ich das nicht so gerade hatte. Aber das ist nicht so wild. So, und dann klebe ich mir die Lasche hier unten nach oben. So kann man in jeder Größe, die man braucht, so eine Tüte fertig machen. So, und dann habe ich hier oben meine Klappe. Ich persönlich finde das schön, wenn man sich das auch noch mal so ein bisschen hier abrundet. Da kann man Ecken abrunder nehmen oder das per Hand schneiden. Je nachdem, wie man das besser kann. Und dann hat man hier so ein Tütchen. So. Das brauche ich dann im Anschluss einfach nur mit meinem selbstgemachten Boschi-Kleber sozusagen, meinem Boschi-Sticker bekleben. So. Und ihr seht auch, auf dem glatten Papier hier funktioniert das wunderbar. Sieht das nicht schön aus? So. Wenn das jetzt ein bisschen getrocknet ist, wird das auch noch hübscher. So, man kann da komplett durchgucken. Ist das nicht toll? Ich guck mal näher. So, mir gefällt das sehr gut. So, jetzt hole ich meine Stanze raus. Ich mache sowas sehr gerne per Hand, aber es ist natürlich viel schneller erledigt, wenn ich mir, wie viel habe ich hier übereinander gelegt? 1, 2, 3, 4 Stück. Man kann auch, glaube ich, 5 oder 6 nehmen, das ist gar kein Problem. Von den Papierchen gleichzeitig ausstanzt. Und zwar sind das hier die Sindet 66. 5926. Es gibt die auch von anderen Herstellern, aber ich habe jetzt die von Sizzix und Tim Holz, die Sinlitz. Und diese Stanze stanzt mir wunderbar diese Tütchen aus. So, und die muss ich dann auch nur zusammenfalten noch. So, einfach nur, ich zeige euch kurz, wie die gefaltet werden, falls ihr das noch nicht kennt. Ich denke, das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen. So, einmal hier. Einmal hier, da brauche ich auch kein Falzbein. Das lässt sich super falten. Zack, und einmal hier. So, dann überlappt das nämlich ein klein wenig. Und das falte ich mir hier nach oben. Genauso wie bei unserer jetzigen Tüte. Wie gesagt, man kann die ja auch so falten, dass die in der Mitte dieses Überlappende hat. Ja. Jetzt kommt wieder was. So. Einen ganz kleinen Strich hier. Es muss wirklich nicht viel sein bei diesem Papier. Und einen kleinen Strich hier oben. Und dann habe ich das schon festgeklebt.
und es wälzt sich mit dem Art Glitter Glue ein klein wenig. Man kann, wie gesagt, ganz transparenten Kleber nehmen, da ist das nicht so schlimm. Und wir bekleben jetzt einfach hier mit den verschiedenen Rosen und Schmetterlingen unsere Tütchen. Ich nehme jetzt mal so einen silbernen Aufkleber, den ich gemacht habe. Schauen wir mal, wie der ausschaut. So, die kleben echt gut wieder. Das ist schön, das freut mich. Ich dachte, die kleben viel schlechter. So. Man kann das natürlich auch auf die Rückseite kleben, ne? Gar keine Frage. Das sieht dann auch sehr schön aus. Ich will aber irgendwas über diese Linie haben, was das Ganze ein bisschen hübscher macht. So, und dann mache ich mir das Tütchen zu. So, ist doch eine schöne Geschenkverpackung, oder? Oder ein Journal-Täschchen, je nachdem, wofür man das braucht. So. Ihr habt jetzt das Beispiel gesehen mit dem Scotch-Tape. Ich finde das auch wunderschön in matt. Wenn ich nämlich jetzt hier hier habe ich auch ein Scotch-Tape für verwendet. Wenn ich jetzt so eine alte Buchseite nehme und ausstanze, finde ich es nämlich viel schöner, wenn das nicht glänzt, habe ich festgestellt. Seht ihr das? Und ich glaube, ich werde mir auch nochmal Buchbinderfolie, also so eine transparente Folie in matt bestellen. Dann kann ich auch das mit so vielen Stickern gleichzeitig machen. So. Ja, ich mache jetzt hier noch ein bisschen die Tütchen zu Ende, stanze mir auch noch so ein paar hiervon aus und dann sehen wir uns wieder. Da bin ich wieder. Ich habe sogar noch mal das hier einfach aufgeklebt auf eine größere Tüte und ich bin der Meinung, das sieht nicht schön aus. Also ich persönlich mag es nicht. Wer es mag, kann diese Sticker auch dafür verwenden und die dann mit Kleber aufkleben. Wenn es ganz getrocknet ist, wird man auch diese Striche hier nicht mehr sehen, gehe ich mal von aus. Aber ich finde es zu weiß. Da könnte ich direkt auch einen weißen Aufkleber draufkleben und glücklich sein. Wie gesagt, es ist ja Arbeit und man sollte das vielleicht mit den Stickern machen, die man gerne retten möchte oder benutzen möchte, ohne dass die einen weißen Rand oder einen weißen Hintergrund haben. Ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht, wie gut das klappt, gerade hier so bei diesem Motiv. Also das sieht ja wirklich mal aus wie ein echter Washi-Sticker, beziehungsweise jetzt in dem Fall ein glänzender. Ich habe jetzt noch ein paar Tütchen gemacht. Ihr seht jetzt hier, wie das Ganze in matt aussieht. Ich finde das auf den normalen Papieren hier jetzt schöner, wenn das mit matter Folie überzogen ist, ne, und nicht glänzt. Das ist ja klar, dass das dann einen ganz anderen Effekt hat. Und man sollte das dann auch für sich so abwägen, was man nehmen möchte, eine matte Folie oder halt eine glänzende Folie. Hier bei dem Silber finde ich das schön, dass das durch eine matte Folie so Altsilber wird. Also so, ja, ihr erkennt den Unterschied, wenn man das so nebeneinander hält. Das glänzt anders. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Tipp Spaß gemacht. Ihr müsst das nicht tun, gar keine Frage. Es ist Arbeit. Vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Stickerbogen oder Stickerblock, den ihr dafür verwenden wollen würdet. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal heute ein paar Tipps geben und Anregungen geben dazu. Falls ihr das noch nicht gekannt habt, ne, solltet ihr auch selber mal ein Video schon dazu gemacht haben, postet das ruhig hier unter meinem Video hier. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich weiß, das ist nicht, ich bin nicht die Erste, die das macht. Kleiner Tipp noch für euch, wenn ihr irgendwelche transparenten Sachen habt, Glas oder hier in dem Fall so eine Wasserflasche oder so. Wenn ihr euch dieses transparenten Sticker gemacht habt, könnt ihr euch die auch hervorragend auf glasklare Sachen kleben und das sieht sehr hübsch aus, finde ich. Und ja, man kann das Ganze auch mit Papier machen, aber dann müsst ihr einen Laserdruck auf dem Papier machen. Dann löst sich das Ganze hinten sogar noch viel leichter ab. Ich habe das auch schon mal gemacht und ausprobiert. Funktioniert hervorragend, aber da benötigt man halt einen Laserdrucker für. Ich kann das dann nur in Schwarz-Weiß zum Beispiel. Ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Tschüss, ihr Lieben.